Hallo, in diesem Video werde ich zeigen, wie man einen Film erstellt und zu TikTok hochlädt, wie man aufnimmt, wie man verschiedene Effekte hinzufügt und wie man sie entfernt. Mit dem sozialen Netzwerk TikTok können Sie kurze Musikvideos erstellen, Live-Übertragungen durchführen und Nachrichten austauschen. Eine Besonderheit ist die Möglichkeit, nur einen Videopost hochzuladen. Dieses soziale Netzwerk ist derzeit vor allem bei Jugendlichen beliebt, aber jeder Tag gewinnt bei einem älteren Publikum an Beliebtheit. Immer mehr Leute fangen an, es zu benutzen und drehen verschiedene lustige Videos. Wenn Sie sich gerade bei diesem Dienst registriert haben, haben Sie wahrscheinlich eine Frage zum Aufnehmen und Hochladen eines Videos. Und wie man es bearbeitet, fügt Interesseffekte hinzu. Weiter in Videos werden wir diese Probleme im Detail analysieren. So fangen wir an. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Unmittelbar nach der Registrierung wird der Hauptbildschirm des Programms vor Ihnen geöffnet, indem Sie verschiedene lustige und interessante Clips ansehen können. Wie nimmt man Videos von 15 bis 60 Sekunden auf? Wie startet man Videoaufnahme in TikTok? Hier ist alles sehr einfach. Um ein Video zu erstellen, müssen Sie die Anwendung auf Ihrem Mobilgerät öffnen und sich bei Ihrem Konto anmelden. Bevor Sie Clips in TikTok aufnehmen können, müssen Sie sich in diesem sozialen Netzwerk registrieren oder melden Sie sich über Facebook oder über andere Netzwerke an. Wählen Sie dann am unteren Rand des Hauptmenübildschirms die Schaltfläche Aufzeichnen, die als Plus angezeigt wird. Dann öffnet sich das Menü zum Erstellen eines Clips. Um mit der Aufnahme eines Musikclips zu beginnen, müssen Sie eine Audiospur auswählen, Schaltfläche oben. Sie können aus den empfohlenen auswählen, in denen eine riesige Bibliothek verschiedener Kompositionen präsentiert wird. Wählen Sie eine geeignete Komposition und klicken Sie auf die Markierung daneben. Im nächsten Schritt können Sie die Videogeschwindigkeit einstellen und Effekte hinzufügen. Sie sind im rechten Menü verfügbar. Das erste Kreissymbol mit Pfeilen dient zum Wechseln der Kamera nach vorne und umgekehrt. Mit dem Pfeil mit der Aufschrift OFF können Sie die Aufnahmegeschwindigkeit auswählen. Von 0,1 bis 3, wobei 1 die übliche Geschwindigkeit ist. Das Sternchen auf einem Stick deaktiviert aktiviert die Wirkung von Schönheit, Schönheitseffekte entfernt, Falten, passt den Hintergrund an und so weiter. Mehrfarbige Kugeln, ein Menü zur Auswahl eines Farbtons. Sie können den Farbton auch ändern, indem Sie den Finger auf dem Bildschirm nach links und rechts bewegen. Timer mit Nummer 3, stellen Sie den Timer vor Aufnahme ein. Mit dem Melodiesymbol, das nur angezeigt wird, wenn eine Audiospur hinzugefügt wird, können Sie nur einen bestimmten Abschnitt eines Songs zum Abspielen auswählen. Blitz aktiviert, deaktiviert den Blitz während der Aufnahme. Um die Skalierung eines Clips zu ändern, müssen Sie das Camcorder-Symbol aufrufen. Diese Funktion ist nicht live verfügbar. Musikvideos bis zu 15 Sekunden können in Segment unterteilt werden, wodurch der Clip noch dynamischer wird. Um in Teilen in TikTok aufzunehmen, drücken Sie die Aufnahmetaste. Wenn Sie die Taste loslassen, wird die Aufnahme angehalten. Zu diesem Zeitpunkt können Sie Filter konfigurieren, Musik ändern und so weiter. Um mit der Aufnahme fortzufahren, müssen Sie nur die Taste erneut drücken. Beim Aufnehmen gibt es einige Einschränkungen, maximale Filmlänge 15 Sekunden. Die Gründer dieses Netzwerks entschieden, dass solche Fristen ausreichen, um ein lustiges Video zu erstellen und den Benutzer, der es sich ansieht, nicht zu sehr ermüden. Trotzdem können Benutzer einen langen Film aufnehmen, wenn sie den Soundtrack nicht verwenden.
Die maximale Videodauer beträgt in diesem Fall 60 Sekunden, das heißt eine Minute. Um 60 Sekunden aufzunehmen, müssen Sie diese Aufnahmeoption hier unten auswählen. Sobald Sie jedoch eine Audiospur hinzufügen, wird sofort ein Zeitlimit von bis 15 Sekunden aktiviert. Neben 15 und 60 Sekunden gibt es einen dritten Punkt im Thema. Durch Auswahl können Sie sich einen Clip basierend auf Ihren Fotos erstellen. Wählen Sie die entsprechenden Fotos aus und klicken Sie auf OK. Danach sehen Sie auf dem Bildschirm den fertigen Clip. Wie lädt man Videos mit Ton und mit einer Dauer von 60 Sekunden hoch? Wie ich bereits in TikTok sagte, gibt es ein Limit von 15 Sekunden für aufgenommene Videos mit Ton und Sie können es nicht umgehen. Sie können jedoch Videos hochladen, die mit einer normalen Kamera aufgenommen und im Telefonspeicher gespeichert wurden. Nehmen Sie dazu das fertige Video auf oder laden Sie es auf Ihr Telefon hoch. Klicken Sie beim Erstellen des Videos auf Herunterladen und wählen Sie das gewünschte Video aus der Liste aus. Wir bearbeiten, fügen spezielle Effekte hinzu und klicken auf Weiter. Zu diesem Zeitpunkt müssen Sie Ihr Video in TikTok kurz beschreiben, Hashtags einfügen und zum Ansehen einladen, wenn Freunde zum Beispiel erforderlich sind. Wählen Sie ein Cover aus und geben Sie die Zielgruppe an, die dieses Video anzeigen kann. Abonnenten, Freunde oder privat. Mit diesen Änderungen in der Zukunft können Sie Videos in TikTok schnell und unwiderruflich löschen. Kommentare aktivieren, Duett, Reaktion aktivieren oder deaktivieren. Mit dieser Option können Sie mit jedem Ticker einen Film für 15 oder 60 Sekunden erstellen. Es stellt sich heraus, dass ein lustiges, kollaboratives Video mit jedem Ton synchronisiert ist. Sobald Sie den Clip verarbeitet haben, können Sie ihn veröffentlichen oder im Entwurf speichern. Was ist privates Video in TikTok und öffentlich? Wie entfernt man Videos unwiderruflich aus der Anwendung? Die Demo in TikTok unterscheiden sich durch zwei Typen: öffentliche und private Clips. Öffentliche Videos werden auf den Server der Eigentümer der Anwendung hochgeladen und bleiben dort. Der Benutzer kann das Programm von seinem Gadget oder PC entfernen oder alle Arbeiten sind gemeinfrei. Dies ist bis zu dem Moment der Änderung des Kontos in Privat. Nur deine Fans können Videos ansehen. Private Clips sind nur für gesamte Benutzermasse nicht verfügbar, bis sie den Status des Kontos öffentlich ändern. Dies geschieht aus Datenschutzgründen, wenn sie Ansichten und Fans erhalten, die mehr Möglichkeiten als der durchschnittliche Gast haben. Der Status des Videos kann jederzeit geändert werden. Gehen Sie dazu zu Ihrem Profil, öffnen Sie Einstellungen und Datenschutz privates Konto und bewegen Sie den Schieberegel an die gewünschte Position aus. Eine häufige Frage für unerfahrene Netzwerkbenutzer ist, was zu tun ist, wenn das Video verschlägt. Kann ich mein Video aus der TikTok-App entfernen? Sie können ein Video löschen und es ist noch einfacher als das Aufnehmen. Melden Sie sich in Ihrem Konto bei der Anwendung an und öffnen Sie das Album mit den aufgenommenen Videos. Wählen Sie einen zu löschenden Clip aus. Klicken Sie drauf, um es anzusehen. Drücken Sie im Ansichtsmodus drei weiße Punkte, wählen Sie im Dropdown-Menü das Papierkorb-Symbol aus und bestätigen Sie den Löschvorgang. In Fällen, in denen Sie den privaten Status der Clips von der Veröffentlichung nicht angegeben haben, steht Ihre Remote-Arbeit nur Abonnenten, Fans zur Verfügung. Um zu verhindern, dass gelöschte Videos angezeigt werden, müssen Sie Ihr Konto vollständig löschen. Klicken Sie dazu in der unteren rechten Ecke auf das Symbol in Form eines Mannes. Dies ist ein Profil. Klicken Sie oben rechts auf drei Punkte. Wählen Sie Mein Konto und dann Konto löschen. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie einen Bestätigungscode aus der gesendeten SMS an Ihr Telefon eingeben müssen. Klicken Sie auf Weiter und bestätigen Sie das Löschen des Kontos. Um ein leeres Konto zu speichern, melden Sie sich von allen vorhandenen Abonnenten und denjenigen ab, die Sie abonniert haben. Gehen Sie dann zum Abschnitt Datenschutz und ändern Sie die Sichtbarkeit in privates Konto. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und Daumen hoch. Stellt eure Fragen in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.